Abschluss, da freue ich mich sehr drüber. Vielen herzlichen Dank an euch und auch an alle anderen, die noch auftreten werden, dass sie hier für die gute Sache sich einsetzen. Ihr habt hier wunderbar reingepasst für mich und könnt öfter kommen. Jörn ist ja im Stadtteil nicht ganz unbekannt durch den Jazzkeller in der Bremer Reihe, aber wie gesagt, hier passt es auch wunderbar. Wir stehen hier mit Michael Juh und Bettina Reuter, meine Wenigkeit von der Barwege, und ich möchte Sie alle herzlich begrüßen als Mitwirkende, denn das sind wir, das sind Sie alle, ihr alle, einfach durch eure Anwesenheit. Die, die nachher zusätzlich noch hier vorne mitwirken werden, die werden wir im Laufe des Abends dann jeweils gesondert begrüßen. Wir waren ja heute Vormittag schon aktiv in der Koppel, erst mit einer Pressekonferenz, von der zumindest also schon bei Sat 1 etwas gekommen ist, das andere werden wir dann morgen sehen, und mit einer sehr schönen Aktion vor dem Gebäude Koppel 95, was eben bekanntermaßen seit 15 Jahren leer steht. Wir waren damit etwa 100 Menschen versammelt, haben gesehen, dass der Eigentümer auf einmal eine Information von innen an die Scheiben geklebt hat. Das Haus, wir hätten also schon seit langem einen Bauantrag gestellt und das Bezirksamt habe das immer irgendwie abgelehnt und verweigert. Wir haben nichtsdestoweniger eine Plakette an dem Haus befestigt, dass dort in diesem leerstehenden Gebäude ohne weiteres 15 Menschen wohl Obdach finden könnten. Das dort aufgeschlagen liegt. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Erasmus von Rotterdam aus seiner dritten Elegie. Hier müssen wir zuerst widerstreben allem Unrecht, wo die Wahrheit oder Gerechtigkeit Gewalt und Not leitet, und dürfen darin keinen Unterschied nach den Personen machen, wie etliche tun, die gar fleißig und emsig gegen das Unrecht fechten, das den Reichen Gewalten geschieht. Aber wo es dem Armen oder Verachteten geschieht, da sind sie fein still. Wir engagieren uns auch in vielfältiger Weise, wie wir entstehen. Wir haben auch mit dieser Wohnungsproblematik schon lange zu tun, weil wir sehen, wir haben uns auch in Veranstaltungen und Initiativen damit beschäftigt, die Auswirkungen der Gentrifizierung deutlich zu machen und auch zu zeigen. Das ist eine These, die wir damals, mit der wir konfrontiert worden sind, von diesem Herrn Ossenbrücke, Professor Ossenbrücke, der gesagt hat, der Hamburger Osten ist quasi das Auffangbecken für die Verlierer der Gentrifizierung. Und das ist eine Sogwirkung, die Katerwane zieht dann natürlich weiter. Und angesichts dieser Geschichte haben wir uns sofort oder habe mich sofort engagiert für diese Geschichte hier und denke mir, wir hatten bloß nicht die Möglichkeit, die Kräfte, weil wir uns momentan auch auseinandersetzen mit einer Initiative, die mit Fremdenfeindlichkeit, eine Initiative, die Aufnahme von Flüchtlingen auf einem ehemaligen Schulgelände verhindern will. Und da seid ihr hier in St. Georg etwas weiter, dass ihr Menschen, die ausgegrenzt sind, willkommen heißt. Wir arbeiten gerade an einer Willkommenskultur und haben dazu einen roten Tisch aufgefunden, an dem auch meine Lebenspartnerin, die dort neben mir gesessen hat, immer noch sitzt da ja noch, auch beteiligt ist und eine Initiative, die ich für unheimlich wichtig halte. Ich habe euch ein bisschen Musik mitgebracht, nebenbei habe ich auch noch ein bisschen Lampenfieber mitgebracht und ein bisschen Erkältung, aber ich denke mir, wir kriegen das hin. Ich habe ein Stück schreiben müssen über Ausgrenzung. Ein Thema, das auf dem Bildschirm angekommen ist, das beunruhigt.